Hey Leute und willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's supidupi. Und ja, ich habe letzte Folge meinen Diamantarsch auf jeden Fall verzaubert. Das ist sehr nice. Aber ich habe jetzt meine restliche Rüstung noch gar nicht großartig verzaubert. Wo ich vielleicht noch mal ein bisschen. Ups. Ich mal mitnehmen. Denken ist schwierig. So. Und eine Schaufel wollte ich nochmal. Ja. Dann mache ich mir, glaube ich, auch eine neue Eisenrüstung. Zack, so, was kriege ich denn hier? Kurz zwei. Und eins. Nehmen wir erstmal mit. Hier. Efi 2. Not bad, not bad. Und was krieg ich hier? Oh, Efi 3. Das ist sehr geil. Dann nutze ich die noch kurz. Fahre mich noch kurz Holz und dann. Können wir ja gerne mal gucken, was wir dann machen. Rein theoretisch könnte ich jetzt Enderperlen farmen. Aber eigentlich würde ich ganz gerne wieder auf Dia-Suche gehen. Obwohl. Also ich bräuchte auf jeden Fall Dias. Damit ich mir noch eine andere Spitzhacke vielleicht machen kann. Ich bräuchte Mending-Bücher, aber die kriege ich nur durch einen Villager und heißt, ich müsste ein Dorf finden. Das Dorf leider. Ich glaube, ich habe davon keinen Screenshot gemacht. Ich guck mal kurz nach. War ja, glaube ich, schon mal in einem Dorf. Ja, ich sollte mal kurz schlafen. Genau. Gucken wir mal. So. Jetzt hab ich. Haben wir erstmal eine neue Doppelkiste. Ein bisschen Stuff rein. So, dann nehme ich das mit, das mit. Und dann habe ich nicht mehr so viel Essen. Geht den Gap noch mit. Gut, so ist erstmal in Ordnung. Ich könnte rein theoretisch. Ja, ich müsste erstmal ein bisschen Essen farmen. Ah ja, genau. Ich sollte auch ein bisschen Wolle farmen nebenbei. Damit ich im Nether auf jeden Fall Bedbomben kann. Und dann nehme ich mir meine Schere mit. So. Dann muss ich nicht so viele Schafe töten und kriege auch mehr Wolle, wenn ich die nur schere. Die lieben Schäfchen. So, schnipp schnapp. Könnte natürlich auch mal ein bisschen Fichtenholz fahren. Wäre nicht schlecht. Weiß auch noch gar nicht, wie ich mein Haus bauen möchte. Bin ich ganz ehrlich.
rüber. Bau das noch? Nee, ne. Eine Gegend erkunden wir, glaube ich, auch nicht schlecht. Vielleicht finde ich ja noch auf spontane Basis ein Dorf. Die Kohle ist auch nicht so bad, wenn ich das mitnehme. Falls ich mein Essen auch noch braten möchte. Ein Kabel für den Ofen. Essen. Oh, da ist eine Kuh. Oh, das sind mehrere Kühe, sehr gut. Das ist so mächtig, wenn man erstmal ein gutes Schwert hat. Einfach für One-Hitten. So. Ja. Und natürlich herzlich leid. Aber ihr dient einem größeren Zweck. Oder drüben sind noch ein paar Schäfchen. Die wollen bestimmt ihre Wolle entbehren. Man hungert. Schnapp. Im besten Fall nehme ich nur weiße Wolle mit. Warte, darf ich? Oh, das ist ein böser Wolf. Ein bisschen sauer. Ich glaube, der wollte sich gerade ein Schäfchen schnappen. Uff. Irgendwo ein Bienenmist. Wird natürlich damit die Bienen ein bisschen sauer machen, wenn ich da ihr Bienennest ein bisschen ausschabe, habe ich irgendwas gesehen. Krass, wie riesig dieser Birkenwald ist. Nussschaf. Oh, nice. Da ist Schwarzeiche. Damit baue ich auch sehr gerne. Nice, noch mehr Schäfchen. So aus. Ja. Sehr gut. Echt, sind super viele Schäfchen, nice. 19 Wolle. Haben wir 6 Betten. So. Sieht natürlich sehr geil aus. Nicht ganz gewollt aus, Tyrannis, aber... Könnten wir tendenziell auch erstmal rein. Oder? Ich suche mir, glaube ich, noch eine andere Höhle. Vielleicht finde ich eine Lush Cave. Oder was ist das hier? Kollege? Ah, es führt zur selben Höhle. Ich muss mir ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Okay, nice, hier ist noch ein Eisbiom. Gehe ich vielleicht zur Schwarzeiche rüber kurz. Habe ich da ein bisschen Holz? Ein Sapling? Also ich glaube, ich möchte auf jeden Fall mit Birke und mit Schwarzeiche bauen. Muss ich nur ganz... Muss ich nur mal gucken, was ich da genau machen möchte. Verzeihung. Bei den Schwarzeichenbäumen oder auch bei Tropenbäumen ist es eigentlich immer ganz geil, wenn man sich so eine Treppe aufbaut. Dass man hier bis nach ganz oben kommt, weil
Hier zwischen sind ja auch noch andere Baumstämme quasi versteckt. Und dann despawnt der Baum auch mit den Blättern. Sonst, wenn da oben noch ein Stück Holz ist, despawnt der Baum nicht und dann sieht das voll kacke aus. Und ich möchte eigentlich noch ein Setzling haben. Um so einen Baum zu spawnen, brauche ich eigentlich 4 Setzlinge. Also damit ich so einen dicken Baum rauskriege. Ich glaube, ich kann auch einen dünnen tatsächlich spawnen. Aber immer natürlich die dicken Dinger. Die auch noch ein bisschen, ich glaube, die geben auch ein bisschen mehr Holz als die normalen. Das ist semi. Dadurch, dass ich kein Schild mehr habe, bin ich auch natürlich ein bisschen anfälliger gegen Creeper. Fast 2 Stacks, das ist immer nicht schlecht. Jetzt komme ich da bestimmt nicht mehr richtig hoch. Oder? Ja. Das finde ich auch irgendwie eine komische Mechanik. Da den Baumstamm auch noch so aus springender Entfernung quasi abbauen kann. Also ich finde es gut, dass ich halt drankomme, ja, aber es ist ein bisschen weird. Bisschen aus wie ein Gletscher hier oben. Ich habe jetzt keine besondere Präferenz, was jetzt irgendwelche Schwarzeichenbäume angeht. Ich laufe hier irgendwie nur durch. Ich wollte eigentlich schon eher zurücklaufen, weil ich in dem Biom hier eher weniger Beine und Kühe finde. Die spawnen ja eher auf offenen Flächen wie dem Plains-Biom. Deswegen sollte ich eher zurückgehen. Ups. Optimal. So, ich bin ja irgendwo von da gekommen, glaube ich. Latsche einfach mal hier lang. Zunächst hier sind ein paar Kürbisse. Perfekt. Oh, meine Eisenachse ist schon fast wieder dead. Und ich hätte das gute Enchantment auf der Schaufel. Die so lange haltet. So lange hält. Durch Haltbarkeit 3. Ich sollte mit so langsam zurücklaufen. Aus der Richtung gekommen, so vom Gefühl her. Sicher bin ich mir aber leider nicht. Archie mal den Berg hoch. Dann gucken wir einfach mal. Genau, hier ist so ein Schneebio. Ist irgendwo hier hinter. Oder? Ganz hier weit. Bin ich denn gekommen? Hier ist auch noch Schnee. Drüben. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier ist Powder Snow. Falls ihr das noch nicht kennt. Man kann hier so untergehen. Ja. Nervig.
Genau, und ich kann basically erfrieren. In dem. Nee. Ja, und man braucht halt Lederschuhe, glaube ich, damit man hier nicht untergeht. Bin ich denn jetzt hergekommen? Ja? Oh, moin. Soll ich natürlich nicht mehr zu. Also ich muss tendenziell auch eigentlich nicht mehr schlafen. Oh, das ist richtig böse, der Ruf nach. Was ist denn hier? Oben sind ein paar Schafe. Ich bin noch bestimmt aus der Richtung hier gekommen. Gleich mal nach. Hier sind ein paar Pferde, das ist cool. So. Ein Moment, Leutis. Bin ein bisschen weiter weggelaufen. Dies. Kühe nehme ich noch mit. Hey. So. Minus 500. Fäden wäre noch nicht schlecht. Da oben ist noch ein Bienennest. Darf ich nicht scheren, scheinbar? Zack. Oh, da drüben ist ein Ziegen, war cool. Jetzt hätte ich nur noch rausfinden müssen. Oh no, oh no, 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 no. Hier ist wieder Powder Snow. Boah, der Imagie war gut. Hier so. Na cool. Tatsächlich jetzt hier durch. Und ein. Das sagt. Das ist. Dass ich da nicht erfriere. Wäre es wohl besser, wenn ich hier so rumlaufe. Nice, ich hab Schneeball. Richtig. So. Bin ich so weit gelaufen? Ah ne, hier unten. Ist der. See. Genau, und wenn ich jetzt hier aufschwimme, dann müsste ich auch schon bald wieder da sein.
Garten. Ich meine, nicht schlecht die Ausbeute. Ich wollte ja eigentlich Dias farmen. Mache ich das wohl erst in der nächsten Folge. Hoffe ich jetzt noch einfach. Jetzt meiner Base. Ah, da drüben. Okay, ja, muss ich jetzt wieder hier runter. Scheinbar. Bin ich einmal komplett umsonst den Berg hoch. Einfach rumschwimmen können. Das kann man davor nicht wissen. So. Los! So. Bin ja fast da. Und war echt. Ich hätte auch schon mal bessere Tage, was mein Movement angeht. So, sehr nice. Ja, endlich irgendwo da links lang. Ist ja auch egal jetzt. Ich leg mir aber schnell ins Bett. Oder auch nicht. Gut, das fixe ich später. Oh, oh. Darf ich? Gut, meine Freunde, der Sonne, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis denn. Ciao, ciao.